Bei meinem Vortrag, bei meinem Teil würde ich Sie gerne zu den Maßnahmen hinführen, die in der Landwirtschaft jetzt schon möglich sind oder möglich sein können. Wir haben ja das komplexe Bild gesehen von dem Zusammenhang Vegetation, Boden und Wasser. Es wird auch öfters in diesem Nexus Nahrungsmittel, Wasser und Energie dargestellt, wobei Energie hier vor allen Dingen dann die fossilen Energie gemeint ist, aber es wird diese Komplexität wird langsam verstanden und auch mehr und mehr erforscht. Nichtsdestotrotz sind da sehr viele Lücken da, obwohl es zum Teil auch in der Praxis auch schon gelebt werden. Heute würde ich Sie gerne diese Lösungsportfolio vorstellen, die nicht von einer Wunderbox, sondern eigentlich von unseren Erfahrungen, von unserem Wissen stammen. Wobei ich aber schon am Anfang diese Kernaussagen sagen möchte, dass es nicht die eine Lösung für alles gibt, man auch die einzelnen Lösungen im System anpassen muss, dabei eben Raum- und zeitspezifisch Eigenschaften in Bezug nehmen muss und auch je nach Ziel die Maßnahmen auch unterschiedlich sein können. Wird diese Maßnahmen anhand von der Foresight-Studien von Techin und Helming vorstellen, die vier Kategorien analysiert haben, Pflanze und Fruchtfolge, erstmal ganz klein, dann die Bewirtschaftungsmaßnahmen von Input in den Boden und maschinelle Maßnahmen, dann in größeren Skalen auf räumliche Muster. Ich werde die Maßnahmen auf dieser Ebene runterbrechen und versuchen zum Schluss auch wieder sie auf dem System hoch zu skalieren oder zusammenzuführen. Erstmal die Pflanze- und Fruchtfolgen. Es wurden diese Maßnahmen identifiziert und eine Masterstudie hat verschiedene Organisationen, Maßnahmen, Empfehlungen analysiert, die jetzt vorhanden sind und wie sie empfohlen werden. Es ist nicht, wie gut die Maßnahmen sind oder wie effektiv, oder es ist die Machbarkeit, die heute dargestellt wird. Eben, ich fand es sehr interessant, wo man dann auch ansetzen kann, was ist jetzt schon möglich oder jetzt schon gängig und wo sind die Herausforderungen, was kann man noch mehr machen. Erstmal wird die Bodenbedeckung zu halten. Vielfältige Fruchtfolgen werden sehr als hohe Potenziale schon jetzt empfohlen. Es gibt noch viel mehr andere Maßnahmen wie Mischkulturen oder Paludikulturen oder auch Sortenunterschiede. Pflanzen können durch ihre verschiedenen Durchwurzelungen den Boden durchwurzeln, Wasser und Nährstoffe entnehmen, auch durch die Bedeckung der Oberfläche Erosion schützen. Pflanzenrückstände können dann in den Kreislauf wieder zurückgeführt werden. Dabei ist die Stickstofffixierung, wie hier die Soja bei den Knöllchenbakterien oder auch andere Symbiose mit Bakterien oder Pilzen, auch von großer Wichtigkeit, wo die Pflanze einen wichtigen Baustein darstellt. Dann in einer längeren Zeitskala werden diese Effekte der Pflanzen auf die nächste Frucht übertragen, also der Vorfruchteffekt, wo man dann hier zum Beispiel hier am Versuch am Zalf, wo verschiedene Fruchtfolgen, Maßnahmen durchgeführt werden, es klar zu sehen ist, dass da Unterschiede an der Wachstum, eben in N gezeigt hier, zu sehen ist, welches dann über die Stickstoffverfügbarkeit oder die Unkrautunterdrückung oder Krankheitunterdrückungspotenziale der Vorfrucht hat, die auch als zum Teil als Allelopathie diagnostiziert werden können. Zum Beispiel in Zottelwicke, eine neue Studie zeigt, dass da eine Komponente Ocaramin heißen, die Insekten wie auch Unkraut unterdrücken können, wie auch aber auch mit den N-Komponenten als auch langzeitige Dünger zur Verfügung stehen. Auch bei Gerste ist es auch bekannt, dass es erstmal durch die physische Bodenbedeckungen Unkraut unterdrücken kann, aber sie haben auch zum Teil auch allelopathische Effekte. Dann, wenn diese Vorfruchteffekte lang akkumuliert werden, zeigt es dann auch Langzeiteffekte. Infiltrierungs- und Wasserkapazitäten ändert sich durch die Aggregatbildung oder Humusbildung, wie hier in den Versuchen der Feuchtstabilität der Aggregate zu sehen ist, verschiedene Bodentypen. Es ist ein wichtiger Indikator von Bodengesundheit, was bei Cornell Soil Health dann auch als eine der wichtigen Indikatoren auch aufgenommen wird. Man kann auch die Wasserinfiltrierung oder die Aggregatstabilität an solchen kleinen Erosionsmessanlagen messen und auch die Feldkapazität dann auch analysieren.
Die Mischkulturen könnten so aussehen, so wie hier die Erbsen oder Ackerbohnen oder Lupinen je Menge in Getreide oder Blühmischungen. Allerdings ist es eine hohe Kunst, so eine richtige Mischung hinzukriegen in der gewünschten Komponenten, dass dann zum Teil jetzt auch mehr so Streifen, Strip-Cropping nennt sich der Streifenanbau, mehr und mehr durchsetzen. Es kommt auch sehr, ist sehr gut bekannt im Gemüsebau. Aber auch in Ackerbau wird dann so eine kleine Maschinenbreite oder auch noch kleiner oder auch in größeren Maßstäben, dass man dann die Effekte der diversifizierten Pflanzen, Nachbarschaften nutzt und eine diverse Bodenbedeckung hinkriegt. Eine weitere Variante wäre dann dieses Patch-Cropping, wo man dann verschiedene Patches identifiziert, verschiedene Fruchtfolgen dort etabliert. Allerdings ist es dann noch sehr Sache, weil es eben maschinell eben sehr schwer zu realisieren ist im Vergleich zu den Streifen, was man jetzt schon mit den herkömmlichen Maschinen auch jetzt machen kann. Input in den Boden werden organische Inputs als sehr vielversprechend angesehen. Biochar wird hier zum Beispiel gar nicht genannt. Es zeigt dann auch eben die Trend, wohin momentan Interessen oder die Empfehlungen so gehen. Bei organischem Dünger ist es jedoch die Variabilität eine große Herausforderung. Hier in dem Mineraldünger-Äquivalenten gezeigt, gibt es eine große Streuung für jegliche organische Substanzen. Auch Landzeitäquivalenten sind unterschiedlich, dass man dann wirklich auf die Komponente, die man benutzt, wirklich hinschauen muss, um die standortgerecht und auch humusaufbauend einzubringen. Allerdings ist es nicht ganz so, man kann es alles sehr schwierig machen, kann man auch vereinfachen. Zum Beispiel in Deutschland ist die Humusbilanz sehr etabliert. Es gibt dazu sehr viele gute Faustzahlen, dass man hier verschiedene Komponente eine Faustzahl für die Humusaufbau benutzen kann. Aber hier sieht man schon die Herausforderung. Zum Beispiel Stroh hat ein Humusäquivalent von 10 Tonnen, 100 pro Tonnen. Bei Humusreproduzierungsbedarf bei einer sehr intensiven Zuckerrübe wäre zum Beispiel 1300 notwendig, das heißt 13 Tonnen Stroh, was dann in der Realität schon recht arbeitsaufwendig ist. Aber man hat hier eine Hauptfaustzahl und man kann hier auch sehr gut arbeiten, auch wenn mit dieser Ungenauigkeit von der Variabilität man auch mit berücksichtigen muss. Noch ein anderer Punkt ist die präzise Ausbringung. Die Felder sind heterogen. Ich kenne ganz kleine Felder in Asien, die sind auch noch heterogen. Größere Flächen in Deutschland sind auch dementsprechend auch heterogen, wie hier ein paar Bilder zeigen von früher her ist schon bekannt, dass es solche Muster gibt. Und wenn man darauf eingeht, kann man die Kapazität des Feldes noch mehr aufbauen oder auch besser nutzen. Eine Mechanismenmaßnahmen sind reduzierte Bodenbearbeitung, reduzierte Maschinengewichte ein wichtiger Punkt. Auch die optimierte Ausbringungszeitpunkte sind wichtig, dass hier die maschinelle Einsatz auch viel optimiert werden kann. Dazu, abgesehen von dem Flug, der sehr intensiv ist, und die Non-Tillage, die Nicht-Flug-Variante, Probleme mit den Unkräutern hat und auch mit den Herbiziden, ist momentan eine vielversprechende Variante, die auch schon auch länger etabliert ist, das Strip-Tillage, wo man sagt, kleinere Hackmaschinen hier vorne hat, wo man dann minimiert den Eingriff in den Boden durchführt, die dann auch quasi auch größere Maschinen sein können und eigentlich auch sehr schöne Bestände etablieren kann. Dieses Foto habe ich von Cornell, von meinem Partner dort einmal bekommen. Das zeigt sehr drastisch, dass ein Flug wirklich den Boden verbrennt. Der organische Substanz wird hier verbrennt, neben dem Treibstoff, der in der Maschine, in dem Traktor genutzt wird. Aber auch der Boden wird heißer, wird trockener und es hat eigentlich sehr viele negative Effekte. Auch wenn es dann positive Effekte für Unkrautregulierung und anderen hat. Es zeigt sehr deutlich, dass unter den Dämmen, zum Beispiel wenn man dann Strip-Tillage macht, dass die Bodenfeuchte höher ist und dass da eben quasi eine Pflanzenreihe zwischen den Dämmen, die dann auch die
Feuchtigkeit von dem Damm, den nicht bearbeiteten Bodenteil auch besser benutzen kann. Und mikrobielle Eigenschaften hier in den Dämmen sind dann auch vorwiegend positiver als in den gepflügten oder gegrubberten Varianten, auch bei Strip-Tillage. Aber man hat hier quasi so einen Kompromiss. Bei den räumlichen Maßnahmen gibt es eine Vielzahl an Maßnahmen, die aber im Vergleich zu den anderen, die jetzt schon gängig sind, noch viel weniger benutzt sind. Bei anderen war es dann über die Frequenz war dann über 60% von den Empfehlungen hier unter 40, wo dann Strukturelemente oder Konturlandwirtschaft und Hangleinung, kleinteilige Felder, Agroforestry genannt werden, jedoch momentan noch einen sehr geringeren Einsatz zeigen. Es ist aber sehr vielversprechend, besonders Strukturelemente zum Beispiel oder auch andere Landschaftsstrukturen, wie hier das Bild zeigt. Es hat viele Effekte auf Mikroklima, auf Kohlenstoffspeicherung, auch auf Biodiversitätsaspekte. Dass dann hier es ist, komme ich hier schon viel die Aspekte vor, die schon vorher genannt worden sind, zum Beispiel Fruchtfolgen oder reduzierte Bodenbearbeitung, Zwischenfrucht und Agroforestry. Man kann vieles in der Landschaft auch räumlich verteilen. Das ist dann, dass man dann insgesamt eine optimierte Nutzungslage erarbeiten kann. Besonders Agroforestry wird momentan sehr im Fokus, steht sehr im Fokus. Es hat sehr viele Effekte, wie hier eine vereinfachte Studie hier zeigt, die aber immer noch nicht vollständig ist. Und ich habe Schwierigkeiten, wirklich gute Daten für Zentraleuropa oder Europa insgesamt zu finden, die dann wirklich die Effekte in Langzeit und in größeren Skalen auch das zeigen können. Ein Beispiel wäre hier die Versuche von Cottbus, wo großskalige Agroforestry vielleicht angelegt werden. Aber ich würde auch hier auf diese Karte von DEFAF hinweisen, wo dann Versuchsflächen, aber auch Praxisflächen von Agroforestry kartiert sind, dargestellt sind, was da gemacht wird, wo man dann auch mehr Informationen dazu finden kann. Konturlandschaft ist auch ein sehr interessantes Thema, was traditionell hier in Asien mit den Reisfeldern sehr gut zu sehen ist, aber auch neuerdings auch hier in den USA oder auch in Argentinien. Sehr schöne Landschaftsmusterversuche oder auch Praxisfarmen zu sehen sind, die es realisieren. Besonders effektiv sind es bei Hangneigungen, die mehr als von 2 bis 10% sind. Es ist schon bekannt, aber die Konturen haben natürlich auch Schwierigkeiten bei den jetzigen Maschinen, dass es noch nicht ganz die gängige Nutzungsform ist. Diese verschiedenen Maßnahmen, ich habe eigentlich fokussiert auf den Boden vorgestellt. Es können natürlich auch Wasserrückhaltekapazität führen, was eine Studie hier in ein EU-weites Projekt hier zusammengefasst hat, wo dann wiederum verschiedene Maßnahmen, die ich auf Pflanzenebene schon angesprochen habe, hier wieder zu finden sind, die aber auch ein Teil, wichtige Komponente zu Wasser sind. Und dann in übertragenem Sinne dann auch wieder zu Energiekreisläufen dann führen. Die Maßnahmen, die Portfolio, und hier die Portfolio habe ich hier einige genannt. Ich wollte hier eigentlich noch ein Matrix zeigen, wie es dann für Kohlenstoff, Nahrungswasser und Energie hinführen kann. Es ist, wir haben noch zu standortabhängig, maßnahmenabhängig, timingabhängig, dass ich dann eben doch davon wieder abgekommen bin, wirklich das hier zusammenzufassen. Und ich würde nur wieder hier darauf hinweisen, dass es nicht die eine Lösung ist. Es gibt viele Lösungen, auch viel mehr als hier dargestellt, die aber im System angepasst werden müssen. Zum Teil ist es dann wirklich, als Praktiker muss man darauf gucken, in welchen Kontext sie eingesetzt werden. Als Wissenschaft muss man die analysieren, welche Komponente darauf Einfluss haben. Dann in Raumzeit angepasst, standortspezifisch in Kontext setzen und natürlich im Ziel, welches Ziel man damit verfolgt, sind dann auch verschiedene Maßnahmen mehr nützlich als andere. Zum Schluss möchte ich nochmal auf ein Projekt hinweisen, wo wir versuchen, am ZALF diese unterschiedlichen Maßnahmen, Standortbedingungen in ein Empfehlungssystem zu bekommen. Das nennt sich DAGIS, wo man dann die unterschiedlichen Maßnahmenräume so funktionell diversifiziert,
darstellen wollen oder anbieten wollen und dadurch verschiedene widersprüchliche Ziele in der Landnutzung auf der Landschaftsebene auf größeren Skalen zu harmonisieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war eine Anregung für die nächsten Diskussionsslots. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sonoko, für diese Übersetzung. Wie gesagt, also es gibt viele Methoden, die teilweise durchaus bekannt sind und jetzt vielleicht nochmal neuer in Erscheinung treten. Also gerade aus diesem, ich sag mal, Permakultur oder regenerativen Landwirtschaftsbereich mit eben stand es auch hier nochmal Pierre Yeoman zum Beispiel und Keyline Design, Höhenlinie, was man hier hinter mir sehen kann. Ja, das ist so ein Ansatz, eben Höhenlinien, parallele Bewirtschaftung, deswegen weniger Bodenerosion, deswegen mehr Wasserspeicherung, ist recht komplex. Aber ich glaube, da gibt es spannende Ansätze, die vielversprechend sind, wo die Wissenschaft auch sagt, das ist ganz klar, man geht in die eine Richtung oder manchmal hängt es davon ab, auf die wir zurückblicken können. Ich kann noch mal kurz hier was die Folie teilen, die ich mal auch gemacht habe, so wo einfach verschiedene Methoden aufgezeigt werden. Ein Teilsatz, so gesehen, eines größeren Werkzeugkoffers, den wir da zur Verfügung haben, wo allerdings die Wissenschaft manchmal sich ja auch noch schwer tut, sich zurechtzufinden und sagen, ja, das ist so, dass da mit, ne, wir hatten das schon, Biochar oder Mobgrazing oder Mulching entsprechend Humusgehalte gesteigert werden können, wenn man es jetzt sehr reduziert sieht. Aber ich glaube, da gibt es verschiedenste Hinweise von den Praktikern und teilweise von den Wissenschaftlerinnen einfach auch, die in die Richtung zeigen und wo wir uns wünschen, einfach auch so, dass ganzheitlicher geforscht wird, ne, wie immer das auch gehen kann. Das ist dann Teil des Workshops 5, wissenschaftliche Begleitung eines Projekts, welches das so ein bisschen die verschiedenen Methoden im ganzheitlichen Rahmen untersuchen will. Gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir weiter.